Hallöchen, Freunde, willkommen zur Bug-Challenge von diesem Jahr. Ja, die vergangenen beiden letzten Jahre haben wir schon hier gestimmt und haben einen Kuchen gebacken. 2018 sah dann das Endergebnis so aus. Ja! Und 2019 sah das so aus. Das ist doch nicht wahr. Das sieht aus wie Scheiße. Ja, heute versuchen wir mal wieder einen ganz normalen Marmorkuchen zu backen, wie 2018. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich habe das letzte Mal einen Kuchen gebacken, das war, ja, letztes Jahr. Ich habe hier alle Zutaten, ich habe mein Rezept. Ja, wo habe ich mein Rezept? Da habe ich es am Kühlschrank hängen. Ja, wir werden heute wieder den gleichen Marmorkuchen backen. Ja, ich bin gespannt, ob es diesmal was wird. Wir müssen erstmal eine Form suchen. So, die sind glaube ich hier drin, ne? Eistee natürlich. Ich muss mal hier gucken. Wir haben hier. Hier haben wir schon mal was. Sollen wir eine Marmorkuchenform? Das sieht irgendwie nicht so toll aus. Das hier nehme ich mal. Alle Zimmertemperaturen sollten Zutaten haben, die weichen Butter an der Rührschüssel mit einem Mixer. Wo ist der Mixer? Ich muss einen Mixer mal suchen. Ob ich den Mixer? Nee. Was ist denn das? Da ist ein Mixer. Ah, die Waage, die brauche ich auch. Hier wurde ja letztens irgendwas umgeräumt. So, Butter mit geschmeidig werden, ne? Alles klar. Nach und nach Zucker mit Vanillezucker unterrühren, bis geschmeidige Masse entsteht. So, 250, ich brauche erstmal ein Messer. Ey, fokussiert der nicht mehr selbst, ich weiß nicht, was da los ist. So, heißt, wir machen hier jetzt einfach, jetzt seht ihr das wieder nicht. Einfach hier. So, 275, ne, das ist hier wo? Da. So, machen wir jetzt schon mal hier, Moment, wo ist der Teil jetzt? Das ist ziemlich viel Zucker. Jetzt habe ich die 300 überboten, das passt. So, da kommt jetzt mal ein bisschen Vanillezucker hier rein, ne? Was hab ich denn gemacht, mein Gott? Ah! So, wie viel? Ah! Wie viel ist das nochmal? Ein Pack, okay. Ey, ich hasse den, ne? Das hab ich schon mal gesagt. So, das rühren wir jetzt gerade so ein bisschen um. Das ist eine Gabel! Nee. Okay. Wir sollen das so... Na, alles rein einfach. So, das sieht doch fantastisch aus, oder nicht? Ja. Eier! Halben Minute auf höchster Stunde unterrühren. Das kann ich das hier aufschlagen, was eine Kante. So. So, das wird auch nochmal untergerührt, ne? Okay. Ist das so richtig? Das sieht irgendwie so wenig aus. Mehl mit dem Backpulver mischen, okay, Mehl, weg. So, ich lass es weg, alles weg. So, das und Backpulver, ne? Hab ich das nicht hier irgendwo? Da! Also, wir nehmen wieder unser Teil hier. Da muss wie viel jetzt rein? Weil das steht da Mehl mit Backpulver mischen, alles. 7? Ja, noch ein bisschen viel, ein bisschen Mehl. Das dauert dann viel zu lange. Das sind 400, aber na gut, dann machen wir ein bisschen mehr. Und Backpulver, wie viel? Der ganze Teil nicht. 4 Teelöffel. Okay, das kann man einfach abmessen. Das ist einer.
Das sind zwei. Drei. Ja, kannst jetzt auch alles reinpacken. So, das wird da drauf jetzt gesiebt, ne? So steht das doch hier. Ich hab eins. Ja, das dauert ewig. Das ist schon ein bisschen kaputt hier, oder? Na gut. So, das wird ja da drauf gesiebt, ne? Man muss da so ein paar Effekte drüber machen, natürlich. Sehr schön. Okay. Puh. Gut, das wird jetzt wieder gerührt hier, ne? Was? Milch? Was für Milch? Dann steht da 3 Esslöffel Milch. So, 4 Esslöffel war das, ne? Ne, 3. 3 Esslöffel. 1, 2, 3, 4. Nein, 3! Oh Gott. Sag mal, was mache ich denn? Das sieht doch fantastisch aus, oder? So, das muss man jetzt natürlich auch abschmecken, ne, als Profikoch. Das schmeckt klasse. So, wie geht jetzt weiter? Ein bisschen Mehl schmeckt das irgendwie. 2/3 des Teiges sind die gefettete Springform mit Bringbrunnen. Oh Gott, So, da kennt man noch einen Trick. Und zwar, der Trick geht wie folgt. Man reißt sich hier so ein Stück ab. So, nimmt sich dann ein bisschen Butter und fettet das Ganze ein. Fertig. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier eingefettet. Ich habe das Gefühl, das ist nur ein bisschen viel Butter, aber lieber zu viel als zu wenig. Gut, da kommt das jetzt rein, ne? Was ist 2/3? Ich würde sagen so, ne? Okay, ich würde sagen, ist so perfekt. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Mit ihm! Wie geht's denn da überhaupt weiter? Moment, ich muss erstmal ein bisschen aufräumen. Oder? Mit der Milch? Moment. Ja, das habe ich ja. Für den dunklen Teig den Kakao sieben und mit Zucker und Milch unter das letzte. Okay, Zucker und Milch, das heißt, ich brauche. Wo ist mein. Da! Das brauche ich. Und Kakaobackpulver. Das ist wie viel? Wo steht das denn? 20 Gramm. Das müsste reichen. Warte, hier ist nichts dran. Doch, das ist 20 Gramm. Okay, jetzt muss erstmal ein bisschen aufgerissen werden. Ah! Jetzt ist es auf. Oh, das sind 50. Ist egal. Was kommt da? Na toll. Zucker? Wie viel Zucker? 20 Gramm Zucker. Normalerweise sollten hier jetzt 40 Gramm drin sein. Ich bin bei 150, aber das passt so. Und Milch, ne? Und zwar 2,5 Esslöffel. 1, 2 und ein halber. 3. Okay, das kommt hier rein jetzt. Oh, den Tisch haben wir. Wo ist denn der andere Löffel? Sieht ein bisschen wenig aus, oder nicht? So, ich glaube, das ist jetzt fertig. So, das kommt jetzt. Ach, das sieht ja fantastisch aus. Da drüber. Na, das schmeckt fantastisch. So. Vorgeheizten Backofen. 180 habe ich gerade gelesen. 50 Minuten backen. Das ist ja ganz schön Bild.
50 Minuten, 180 Grad Ober-Unterhitze. Okay. Ja, Arbeitszeit ca. 15 Minuten. Wie lange bin ich in der Aufnahme? Oh, 40. Upsala. Okay, ich mach den Ofen und dann sehen wir uns in 50 Minuten wieder. Okay, Freunde, das Ganze ist jetzt fertig. Ihr wundert euch nicht hier. Ich bin gerade noch das wegspülen. So, das müsste fertig sein. Ihr seht gerade, ich hatte den Ofen auf 250 anstatt 180, aber das ist mir jetzt egal. Nein, was ist da passiert? Der sackt ja in der Mitte ein. Das bringt noch nichts hin. Bleib da liegen. Wir haben doch, ey, Moment, wir haben doch irgendwo so ein Top-Ding, aber sind denn die? Da. Weiter. Guckt euch das an. Der sieht schrecklich aus irgendwie. Hier ist halt irgendwie. Das hier sieht halt nicht so toll aus. Aber. Es sieht relativ gut aus. Ich befreie den schon mal. Hier, nee, der muss jetzt noch ein bisschen ruhen. Ja, klar, hier am Rand natürlich. Das hier jetzt gefällt mir gar nicht, dieser Kreis, der hier jetzt drin ist. Wir drehen den gleich um und dann schauen wir mal, wie der dann aussieht. So, circa 20 Minuten später sind wir jetzt da. Die Form ist auch ein bisschen abgekühlt. Wir werden den jetzt erstmal losschneiden. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Die Seite. Oh oh. Von der Seite sieht er so aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ihr seht ihn als erstes. Oh 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 oh. So, ich guck mal. Oh je. Schaut ihn euch an! Wir hatten das schon mal besser hingekriegt. Das ist doch nicht. Oh, der fällt auseinander. Was ist das? Das ist doch kein warmer Kuchen. Das ist er. Ich glaube, der hat noch ein klein bisschen länger gebraucht. Schmecken tut er eigentlich, ja, ganz normal, nur ein bisschen flüssiger irgendwie. Da fehlt noch was. Was ganz Wichtiges fehlt da. Bisschen Puderzucker. Da ist ja gar nichts mehr drin. So. Natürlich 7. Viel. Damit man nicht sieht, wie der von oben aussieht. So, der Rest, der kommt jetzt auf meinen Kuchen hier drauf. Schaut später beim Stream vorbei, wenn einer kommt. Ja, ist auch ein schöner Geburtstag, ne? An meinem Geburtstag kommt das Video hier online. Das ist auch ein schönes Geschenk. Ein schönes Geschenk, dann sowas zu sehen. Ja, ich genieße jetzt weiter meine super Torte. Yes.